aus Hamburg, hier ist Mali! Ja, moin! Ich bin Mali, nicht das Land in Afrika. Ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Hamburg. Danke. Tagsüber arbeite ich im IT-Bereich. Das heißt, so viel wie ich weiß selber nicht genau, was ich mache. Abends mache ich Stand-up, so. Irgendwoher muss das Geld da kommen. Ja, und meine Hobbys sind Wein. Also Wein saufen, so. Ich kann richtig gut trinken. Und ich bin seit ein paar Monaten Single. Und ich habe mir überlegt, es ist allerhöchste Zeit, mal jemanden Neuen kennenzulernen. Weil ganz ehrlich, ich habe meine erste Pandemie nicht überlebt, um das dritte Mal beim Ex-Freund zusammenzukommen. Also was soll ich zu Hause sagen? So Mama, Papa, ist der Fehler, aus dem ich nicht lerne? Schon wieder. Also habe ich mich auf Tinder angemeldet, weil wo man sonst die große Liebe finden, ne? Oder halt ein One-Night-Stand. Und mir ist mal aufgefallen, dass so Männer und Frauen verschiedene Ängste haben, was so Online-Dating angeht. Also bei Männern ist das so, Männer haben halt Angst, ja, auf ein Fake-Profil reinzufallen, irgendwie in FIFA abgezockt zu werden oder sie halt beim ersten Date nicht zu erkennen. Und bei Frauen ist es halt ganz anders. So, mag hier jemand True Crime? Sehr schön. Ich auch. Aber mir ist aufgefallen, dass durch diese ganzen Podcasts und Sendungen meine größte Sorge jetzt ist, einen Psychopathen kennenzulernen und ermordet zu werden. Genau, vielen Dank, ja. Aber Tinder hat sich da auch eine Lösung überlegt. Und zwar hat Tinder auch einen blauen Haken eingeführt. Ja, also wenn man es bei Insta nicht schafft, kann man auch dahin. Und ich habe mir gedacht, gut, ich möchte das Ganze professionell angehen. So, ich kann jetzt nicht das Risiko eingehen, dass mein zukünftiger Ex-Freund denkt, dass er bei mir auf ein Fake-Profil reinfällt. Man muss dann so seinen Ausweis da hochladen. Ne? Ich also los, meinen Ausweis gesucht, habe den zu meiner Überraschung sofort gefunden. Um dann festzustellen, dass er seit 2 Jahren abgelaufen war. Hab dann einen Termin beim Amt gemacht, so auch einen bekommen in halt so 5 Millionen Wochen. So schön, so gut. 5 Millionen Wochen später, so ein richtig schöner Sommermorgen, voll idyllisch, so die Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Richtig schön. Das Einzige, was nicht so schön war, war, dass ich gerade auf einem richtig schlimmen Walk of Shame war. Wisst ihr alle, was ein Walk of Shame ist? Okay, also für die, die es nicht wissen und die, die es nicht zugeben wollen. Es ist, wenn man einen One-Night-Stand hatte und am nächsten Tag auf dem Nachhauseweg jeder ganz genau weiß, was du getan hast. Ja, und auf dem war ich. Also Make-up verschmiert, Strumpfhose zerrissen, hohe Schuhe und so eine richtig wilde Federjacke an. Torkel ich so mit 5 Promille Restalkohol über den Kiez. Handy auf 1%. Plötzlich kriege ich so eine Erinnerung. Amt. Ich so, wer ist Amt? Oh, ja, ich also so wie ich aussah, direkt hin da und musste in einen dieser wundervollen Fotoautomaten. Ja, was soll ich sagen? Ich habe was gelernt, es gibt 2 Arten von Fotoautomaten. Also es gibt einmal halt die auf so Partys, ne, wo man halt richtig gut aussieht. Und es gibt halt die beim Amt. Und die beim Amt zeigen so die nackte Wahrheit. Also schlimmer noch, Röntgenbild der Wahrheit. Aber ich habe mir mein Schicksal ergeben so, und habe dann die Fotos gemacht, ne, und die kommen da raus, ich nehme sie und gucke sie an und denke nur so, wow. Wow. Meine Oma wäre so stolz auf mich, ich sehe aus wie eine Nutte. Ja, ich dann mit meinen Fotos rein zu der Dame, ne, sie guckt mich so an, so, Und irgendwann fängt sie an, Smalltalk zu machen. Und sie so, ja, und was machen Sie so beruflich? Ich so, ja, wonach sieht es denn aus? Damit war der Smalltalk beendet. Sah nicht nach IT aus. Ja, und ich habe dann meinen Ausweis bekommen, konnte ihn problemlos bei Tinder hochladen, alles super. Kurz Zeit später kriege ich eine E-Mail von Tinder. Ich so, geil, jetzt geht das große Dating-Abenteuer los. Ja, in dieser E-Mail teilt mir Tinder freundlich, aber bestimmt mit, dass sie leider davon ausgehen, dass sich bei meinem Profil um ein Fake-Profil handelt und sie mein Konto sperren werden. Ist so gut, was jetzt? Elite-Partner? Ja, aber ich habe es dann nichtsdestotrotz geschafft, jemanden zu daten. Also was heißt daten? So, wir waren irgendwie auf Hochzeiten zusammen, wir kannten die Freunde, hatten so die Zahnbürsten beieinander, haben ständig beieinander geschlafen. Also wir haben eigentlich zusammen gewohnt. Und ich dachte so, ich könnte ja mal Exklusivität dann ansprechen langsam, ne? Ja. Ich hatte leider vergessen,
Ich hatte leider vergessen, dass meine Generation extreme Bindungsängste hat. Aber was kam da zurück? Es war so, ja, Mali, ich mag dich echt voll gerne, aber ich kann mich momentan einfach nicht binden. Also in der 3. Klasse ist mein Tamagotchi gestorben. Und in der 4. Klasse hat Sandra auf den Zettel angekreuzt, dass sie nicht mit mir gehen will. Das verarbeite ich immer noch. So. Also ich würde gerne weiter mit dir schlafen, aber ich kann mich einfach momentan nicht binden. Ja, von daher findet ihr mich jetzt wieder auf allen Dating-Apps, die mich akzeptieren. Oder vielleicht bald bei OnlyFans. Das war's von mir. Vielen, vielen Dank, ihr wart cool. Danke. Das war für euch Mali!